Hallo zu Kokos Combat. In dem heutigen Video möchte ich dir den Diagonalschritt zeigen. Das machen normalerweise nur Affen oder Kamele. Der Diagonalschritt ist einer der wichtigsten Schritte neben dem Passgang. Der wichtigste Vorteil bei diesem Schritt ist, dass du deinen Oberkörper variabel kippen und abdrehen kannst. Das heißt, du kannst in der Angriffsposition sowohl schnell schlagen und schnell die Distanz verkürzen, aber auch Maid-Bewegungen einsetzen. Die Achse der Schulter und des Beckens sind in dem Fall diagonal gegenüberliegend. Jeder von euch benutzt den Diagonalschritt im Alltag. Jeder normale Mensch geht hier im Diagonalschritt. Das heißt, linke Hand vor, rechte Hand vor, linke Hand vor, rechte Hand vor. Kein normaler Mensch würde hier im Passgang laufen. Das heißt, in dem Fall so. Das machen normalerweise nur Affen oder Kamele. Ein guter Boxer sollte natürlich beide Schritte können, weshalb ich euch in den folgenden Videos auch den Passgang zeigen werde. Wann verwende ich den Diagonalschritt? Den Diagonalschritt verwende ich normalerweise, wenn der Gegner schnell wegläuft oder ich schnell Distanzen überbrücken möchte. Ich zeige euch den Schritt einmal langsam, und zwar sind wir hier leicht unten, leicht angewinkelt mit den Knien, mit der linken Hand und mit dem rechten Bein. Fuß ist hier flach. So gehe ich mit der rechten Seite und mit dem linken Bein. Und auch hier, das Gewicht wird verlagert. Und nehmen wir an, ich bin jetzt wieder in meiner Boxstellung und ich möchte den Schritt nach hinten machen und vielleicht einen Stoppschlag hinzufügen. Das heißt, der Gegner läuft jetzt auf mich zu. Er war vorhin der weglaufende Gegner. Dann kann ich durch die Verlagerung hier in dem Fall meinen Gegner stoppen und bin auch so viel schneller weg, wie als wenn ich in den Passgang nach hinten gehen würde. Die Kraft entwickelt sich beim Diagonalschritt aus dem Fallenlassen und gleichzeitigen Eindrehen der Schulterachse. Die Füße werden dabei wie auf Gleisen vor- und zurückgeschoben. Beim Zurückgehen wird im Diagonalschritt die Schlaghand direkt gleichzeitig mit dem Aufsetzen des hinteren Fußes ausgeführt. Kämpfer wie Muhammad Ali haben den Diagonalschritt normalerweise sehr, sehr selten verwendet. Wobei ein Mike Tyson zum Beispiel den Diagonalschritt sehr oft verwendet hat, um Distanzen zu verkürzen, um schnell reinzugehen, um seinen aggressiven Style sozusagen durchzusetzen. Wenn euch das Video gefallen hat, liked das Video, abonniert den Kanal und unterstützt mich dadurch, dass ihr das Video teilt. Und hoffentlich habt ihr auch was dazu gelernt. Bis dahin, bleibt stabil.